Schön, habt ihr eingeschaltet. Das sind die Walliser Nachrichten vom Mittwoch mit diesen Themen. Keine Kandidatur von der Walliser FDP bei den Bundesratswahlen. Erfassungszentrum für biometrische Pässe Zito und Probleme mit neuem Cisalpino. Die Walliser FDP stellt keinen offiziellen Kandidaten für die Nachfolge von Bundesrat Pascal Couchepin. Mit der Partei hängen wir zwar einen möglichen Kandidaten, den Nationalrat Jean-René Germanier. Doch er will sich auf sein Amt als zweiter Vizepräsident vom Nationalrat konzentrieren. Der Schweizer Pass muss zum sechsten Mal in seiner Geschichte auf einen aktuellen technischen Stand bringen. Er soll sicherer kommen und man kann ihn nicht mehr fälschen. Wenn man also einen biometrischen Pass will, so muss man den noch bis am 1. März 2010 auf Bäro holen. Ab diesem Datum kriegt man ihn dann neu im Erfassungszentrum Zito. Beschwerden von Umweltorganisationen verzögern den Bau von gewissen Projekten und schaden also der Volkswirtschaft. Kommt es bei Einigungsverhandlungen zu keiner Lesung, gibt es Verzögerungen bei einer Projektrealisierung und also auch bei einer Produktionseinnahme, so der Hans-Peter Burgener, Leiter Technik bei einer NBAG. Am Dienstag hat man zwei von den neuen Cisalpino-Zügen auf der Strecke Genf-Mailand aus dem Verkehr ziehen. Die Züge hat man durch normale Kompositionen ersetzt. Die Passagiere mussten das Brick umsteigen. Grund für den Schritt war eine Warnung, wonach der Cisalpino auf der Strecke hätte stehen bleiben, so 20 Minuten online. Die Züge sollen am Donnerstag den Betrieb wieder aufnehmen. Die neue Cisalpino-Züge hat man vor 3 Wochen in Betrieb genommen. Zerno ist im Moment ein Musikfestival im Gang. Am Dienstag war es ein Orchesterkonzert. Unsere Reporterin Helena Folger war bei der Generalprobe dabei. Zum 36. Mal steht Erne im Zeichen der Musik. Dazumal, in 1974, hat Georgi Seeböck mit einem Meisterkurs angefangen, wo man mit einem Konzert hat abgeschlossen. Seitdem ist der Meisterkurs zu einem grossen Anlass ausgewachsen. Ein Festival bietet heute über den ganzen Sommer ein reichhaltiges Programm. Das Musikdorf Erne findet seit 36 Jahren statt. Angefangen haben wir das Jahr mit der Klavierwoche und dann mit dem Barockmusikkonzert. Und seit Sonntagabend läuft das Festival der Zukunft. Im Hintergrund hören wir ein bisschen Proben vom Orchesterkonzert von heute Abend. Und die nächsten Konzerte werden dann Donnerstag sein und wir haben jeden zweiten Tag ein Konzert. Im Rahmen des Festivals der Zukunft sind am Dienstag am Nachmittag die Musiker in der Kirche zusammengekommen für die Generalprobe, die am Dienstag am Abend war. Musikdorf Erne ist in der internationalen Musikwelt ein Begriff und für einen Musiker ein spezieller Anlass, im Musikdorf zu dürfen auftreten. Trotz der internationalen Bekanntheit und hohes musikalisches Niveau, wo das Festival immer noch vertreten wird, herrscht eine fast familiäre Atmosphäre mit den Musikern. Solistin hat sich gefreut, zum ersten Mal in Erne zu sein und das Konzert zu spielen. Ich bin zum ersten Mal hier und bin total begeistert. Heute ist sogar noch die Sonne rausgekommen. Die Atmosphäre ist wahnsinnig schön, freundliche Menschen und unglaubliche Berge um uns herum. Es ist die wunderbare Situation, um Musik zu machen. Die Konzerte sind immer sehr gut besucht. Sogar an der Generalprobe haben die Liter Weg in der Kirche von Erne gefunden. Die Wirtschaftskrise spürt man nicht im Musikdorf. Mit der Klavierwoche und mit den Barockmusikkonzerten hat man sogar mehr Billette verkauft als im letzten Jahr. Im Publikum findet sich nicht nur Einheimische, aber auch Gäste kommen gerne auf Erne für Konzerte zu hören. Wir haben ein sehr internationales Publikum, das auf Erne kommt. Und für die, die von Brieg, Fischb nicht bis auf Erne möchten kommen, wir haben am Montag im Schlosskonzert in Brieg um 8 Uhr dann das Konzert und da hätten wir noch Tickets. Zum Sport. Fußball. Der FC Nathers ist in der ersten Runde der Qualifikation für den Schweizer Cup ausgeschieden. Die Nathischer haben am Dienstagabend vor heimischem Publikum gegen den FC Münsingen mit 1:3 verloren. Eishockey. Am Dienstagabend hat der EHC Visp vor rund 850 Zuschauern in der Liternenhalle zu Visp das erste Testspiel der Saison gegen die Russo-Lokomotive Jaroslawl mit 2:6 verloren. Die Goal für die Visper haben Beat Heldstab und Dominik Forge geschossen.
Am Freitag gibt es auswärts ein weiteres Testspiel gegen die NLA-Mannschaft SCL Tigers. Der Sommer, der hat es definitiv wieder. Am Mittwoch hatten wir fast bis zu 30 Grad im Talgrund. Und das war natürlich auch Grund genug, für die Leute vorne an die Sonne zu gehen. Am Donnerstag bleibt das Schönwetter erhalten. Es ist sonnig und heiß. Es bilden sich erste grössere Quellwolken. Das vor allem im Nikolai und im Saas und im Binntal. Gegen Abend sind auch erste lokale Gewitter möglich. Im Talgrund messen wir bis zu 31 Grad, im Aletschgebiet 21, im Goms gibt es ein bisschen mehr 26 Grad, auf dem Simplon und Zermatt messen wir 24 Grad. Zu den Aussichten der nächsten Tage. Am Freitag gibt es noch mal einen sonnigen und heißen Tag. Allerdings gibt es schon ein paar Quellwolken, die sich am Nachmittag auftürmen und gegen Abend erwarten wir Gewitter. Am Samstag ist es schön warm und wechselhaft. Es hat schon recht einen Haufen Wolken wieder. Die Temperaturen sind gleich noch bei 27 Grad. Am Sonntag erwarten wir eine Störung und es gibt Regen bei 24 Grad. Wir können uns also doch noch auf den einen oder anderen hübschen Tag freuen. Das wäre es der Moment von unserer Seite. Am Donnerstag begrüßen wir hier an der Stelle die Karin Imhoff. Gute Zeit.